Wenn es so weitergeht, dann war es das mit dem Dorsch in der westlichen Ostsee. Seit Jahren warnen Experten, es wird zu viel gefischt, der Dorsch ist in Gefahr. Aber für viele Fischer ist er wohl der wichtigste Fisch. Und wohl auch deshalb hat die Politik die Fangquoten nicht ausreichend angepasst. Jetzt aber sind kaum noch Dorsche da und das Jammern ist groß. 4.30 Uhr. Arbeitsbeginn für Randy Reppening. Wie jeden Morgen macht sich der 24-Jährige mit seinem Kutter auf den Weg in die Kieler Bucht. Fischer ist für ihn der Traumberuf. Ich fahre, seit ich klein bin, bei meinem Vater mit. Und dadurch bin ich da so reingewachsen und wollte seitdem dann nichts anderes werden. Und ja, dadurch bin ich dann zur Fischerei gekommen. Vor einem Jahr ist er richtig eingestiegen, hat sich seinen Kutter gekauft. Kosten etwa so viel wie ein Einfamilienhaus. Das ging nur mit Schulden. Doch jetzt ist sein Traum in Gefahr. Denn wie viele Fischer an der Küste ist Randy Reppening abhängig von einem speziellen Fisch. Wir sind von dem Dorsch abhängig. Das ist unser Hauptbrotfisch, wo wir mit unser Geld verdienen hier in der westlichen Ostsee. Ne? Doch dem Dorschbestand geht es nicht gut. Auch heute ist kaum einer im Netz. Deshalb empfiehlt der Internationale Rat für Meeresforschung, die Fangquote zu kürzen, um 87%. Für Reppening wäre das eine Katastrophe. Man hat halt Angst und Bange, ne, dass man jetzt alles hier aufhören kann. Dass das war's, was man machen wollte. Wenn jemandem sein Traumberuf unter den Arsch weggerissen wird, wie soll man sich da fühlen? Ähnlich wie Randy Reppening geht es auch vielen anderen Fischern in Schleswig-Holstein. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung bei der Mitgliederversammlung des Fischereiverbands. Besorgt hören Sie Christopher Zimmermann zu, der Ihnen das Desaster erklärt. Zimmermann ist Mitglied bei dem Gremium, das die Quotenkürzung empfiehlt. Der 2015er Jahrgang ist im Grunde ausgefallen. Und es hat natürlich Auswirkungen auf die Vorhersage der zukünftigen Entwicklung. Und mit diesem einen schwachen Jahrgang ist diese Verhalten positive Entwicklung, die wir letztes Jahr angekündigt haben, einfach nicht möglich. Die drohenden massiven Einbußen wühlen einige Fischer auf. Viele verstehen nicht, wie es so weit kommen konnte. Sie hätten doch dauernd neue Vorgaben befolgt. Und trotzdem sei der Bestand nicht gewachsen. Das sind riesige Maschengrößen, die wir fischen. Und trotzdem sind keine Fische. Es hat sich keiner vermehrt. Ihr sagt, es ist kein Bestand da. Jetzt holen wir die ganz großen Biester raus. Also, wo soll es denn hinführen? Der hat hier 30 Jahre uns total verkehrt informiert. Haben wir nicht? Wir haben genau die gleiche Vorhersage gemacht. Der Frust ist groß. Jetzt soll plötzlich die Kürzung kommen. Dabei hat ihnen die Politik lange üppige Fangquoten zugestanden. Denn die Fanggrenzen werden jährlich im Fischereirat von den Fischereiministern der EU-Länder beschlossen. Grundlage ist unter anderem eine wissenschaftliche Empfehlung des Internationalen Rats für Meeresforschung, ICES. Doch in den vergangenen beiden Jahren hat sich die Politik nicht an die strengen wissenschaftlichen Empfehlungen, hier grün, gehalten. 2015 war die Quote fast doppelt so hoch wie wissenschaftlich empfohlen. 2016 war es kaum besser. Auf Nachfrage erklärt das Bundeslandwirtschaftsministerium, es habe für höhere Quoten gestimmt, um die Existenz der Ostseefischer nicht zu gefährden. Doch selbst höchste Berater des Ministeriums kritisieren die hohen Quoten. In den letzten 20 Jahren war der Fischereidruck zu hoch. Das heißt, es ist in den letzten 20 Jahren mehr entnommen worden, als eine nachhaltige Fischerei entnehmen würde. Und das hängt maßgeblich damit zusammen, dass es im Grunde zu viele Teilnehmer in dieser Fischerei gibt. Zu viele Fischer. Zu viele Fischer, zu hohe Quoten. Doch die Fangquoten für den Dorsch waren nicht nur viel zu hoch, kritisiert der Meeresbiologe Rainer Fröse, sie seien sogar wirkungslos gewesen, weil sie den Bestand gar nicht effektiv geschützt hätten. Verantwortliches Management hätte frühzeitig die Fangmengen so reduziert, dass der Bestand sich erholen kann. Stattdessen hat man die erlaubten Fänge so hoch festgesetzt, dass die Fischer sie gar nicht ausfischen konnten. Also es war erlaubt, mehr zu fangen, als überhaupt da war. Das ist das ultimative Versagen des Managements. Mit ultimativem Versagen des Managements meint Fröse auch den deutschen Bundeslandwirtschaftsminister, der die Quotenentscheidungen mittrifft. Wir haben Minister Christian Schmidt um ein Interview gebeten, doch er antwortet nur schriftlich.
Die kritische Lage des Dorschbestands sei in erster Linie von einer ausbleibenden Reproduktion des Bestands und nicht von einer Überfischung des Bestandes verursacht. Für Rainer Fröse ist das ein Scheinargument. Der Nachwuchs sei ausgeblieben, eben weil der Bestand zu lange überfischt wurde. Er fordert nun, den Dorschfang noch drastischer zu reduzieren. Die einzige Lösung, auch im Sinne der Fischer, kann nur sein, für ein, zwei Jahre den Fang einzustellen, den Bestand wieder aufzubauen, auf guten Nachwuchs zu hoffen und dann die Fischerei wieder zu eröffnen, allerdings mit nachhaltigen Fangmengen. Das kann im Laufe von 2, 3, 4 Jahren dann zu wesentlich höheren Fängen führen, als wir heute haben, und auch zu besserem Einkommen für die Fischer. Bei den Fischern wie Randy Reppening kann Fröse mit seiner Forderung nicht punkten. Er hofft, dass irgendwie doch noch genügend Dorsch da ist. Vorsorglich fordert der Fischereiverband staatliche Unterstützung für die Fischer, auch um einige von ihnen frühzeitig in den Ruhestand schicken zu können. Warum? Sie wollen ja diese Abwrackprämie in Betracht ziehen. Für die Fischer, die jetzt kurz vor der Rente sind, dass sie ihren Kutter abwracken können. Ja, aber das bringt mir auch nichts, weil ich denn immer noch nicht meinen Bankabtrag damit abzahlen kann. Also ich kann gar nicht aufhören zu fischen. Dennoch hofft Randy Reppening auf eine Unterstützung vom Staat. Heute holt er nur 2 Dorsche aus dem Wasser. Er hofft auf eine Zukunft als Fischer, trotz der drohenden Quotenkürzung. Wenn das kommt, dann bedeutet das für viele das aus. Die können einpacken. Das ist das dann, ne? Ob die Anrainerstaaten ihre Fangquoten jetzt ausreichend senken werden, ist fraglich und damit auch, wie es mit den Ostseefischern weitergeht. Nochmal alles zum Nachlesen finden Sie bei uns unter ndr.de/panorama3. Wir sind eins. ARD.